Ich möchte Sie im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen ganz, ganz herzlich zu unserem heutigen Abend aus unserer Reihe Heinrich Böll und der deutsche Film begrüßen, die wir gemeinsam im Deutschen Filmmuseum veranstalten. An der Stelle auch schon mal Natascha Gikas und allen vom Deutschen Filmmuseum ganz, ganz herzlichen Dank für die gute Kooperation. Der Anlass dieser Reihe ist ja der 100. Geburtstag von Heinrich Böll. Der wäre am 21. Dezember diesen Jahres. Mein Name ist Margret Kran, ich habe mich bisher noch nicht vorgestellt. Also bei der letzten Veranstaltung, die wir mit dem Film Ansichten eines Clowns hier hatten, wurde bereits darauf hingewiesen, dass Heinrich Böll schon im Prinzip die gesamte Breite der gesellschaftlichen Kritik, die später dann 1968 artikuliert wurde, in seinen frühen Werken angelegt hatte. Heute befassen wir uns mit Die verlorene Ehre der Katharina Blum, also befassen wir uns mit der verlorenen Ehre der Katharina Blum und begeben uns damit auch in ein Zentrum eines Sturms, lang ehe die Begriffe Paparazzi oder Shitstorm oder Ähnliches geprägt wurde. Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder wie Gewalt entsteht und wohin sie führen kann, die war eine Reaktion auf eine damals wirklich beispiellose Rufmordkampagne, Hetzkampagne, die 1972 eingesetzt hat, als Heinrich Böll im Spiegel einen Essay publiziert hat, will Ulrike Meinhof war damals gemeint, Gnade oder freies Geleit. Entsprechend war dann im Buch Katharina Blum auch eine Vorbemerkung, Personen und Handlung dieser Erzählung sind frei erfunden, sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bild-Zeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich. Die Reaktionen darauf waren mindestens so heftig wie die Angriffe vorher. Das Buch wurde rasch nach Erscheinen als Terroristenroman gebrandmarkt. Und ein Zitat möchte ich noch rausgreifen. Der spätere Bundespräsident Karl Carstens, CDU, äußerte sich zu Katharina Blum und zwar ganz offensichtlich in völliger Unkenntnis des Buches folgendermaßen. Das muss ich jetzt zitieren. Ich fordere die ganze Bevölkerung auf, sich von der Terrortätigkeit zu distanzieren, insbesondere den Dichter Heinrich Böll, der noch vor wenigen Monaten unter dem Pseudonym Katharina Blüm ein Buch geschrieben hat, das eine Rechtfertigung von Gewalt darstellt. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, zumal wir wieder einen Gast haben, der dazu sehr viel kompetenter Auskunft geben kann. Ich möchte René Böll ganz, ganz herzlich begrüßen und freue mich sehr, dass er heute zu uns gekommen ist, obwohl er schon letzte Woche zur Buchmesse in Frankfurt war. René Böll wurde 1948 in Köln geboren. Er ist bildender Künstler, hat Ausstellungen sowohl in Deutschland als auch im europäischen und im außereuropäischen Ausland. China, wenn ich recht mich erinnere, beim Besuch bei ihm. Er ist auch Nachlassverwalter seines Vaters und war auch bei der Gründung der Heinrich-Böll-Stiftung mit beteiligt. Er hat außerdem einen Verlag gegründet, den Lamu Verlag, und war von 1975 bis 1988 dessen Leiter. Und er hat zusammen mit Viktor Böll zwei Bücher gemacht, die ich hier erwähnen will. Eines, Ein Autor schafft Wirklichkeit, Heinrich Böll zum 65. Und fünf Jahre später das Buch zu Heinrich Böll 70. Heinrich Böll, Leben und Werk. Ehe ich das Wort an René Böll gebe, wollte ich noch kurz auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. In einer Woche wieder hier, ja, der letzte dieser Film- und Gesprächsreihe, Gruppenbild mit Dame, ein Film mit Romy Schneider, zu dem ich Sie ganz herzlich einlade. Gabi Babic vom Go East Film Festival wird die Einführung machen. Dann haben wir noch am 3. November in der Evangelischen Akademie eine Podiumsdiskussion, die sich ausgehend von Bölls Rolle als öffentlichem Intellektuellem, der immer gesellschaftlich Position bezogen hat, mit der Frage befasst, wie heute unter sehr veränderten Bedingungen
unter Bedingungen von Spezialisierung, von fragmentierten Öffentlichkeiten eigentlich sowas wie eine öffentliche Intervention aussehen kann. Dazu haben wir ein Podium eingeladen mit Jutta Ebeling, früher Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt, Feridun Çaymoğlu, Schriftsteller, war jetzt auch auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis mit seinem neuen Buch, Martin Saar, der den Lehrstuhl von Axel Honneth nachfolgt in Frankfurt an der Goethe-Universität vom Institut für Sozialforschung und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, auf jeden Fall lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, möchte Sie aber bitten, sich anzumelden für diese Veranstaltung, weil wir da auch einen kleinen Empfang machen, diesmal wirklich zu Ehren von Heinrich Bölls 100. Geburtstag. Sie können den Flyer gern mitnehmen. Ich möchte aber auch noch darauf hinweisen, dass es auch im Deutschen Filmmuseum im November weitergeht und zwar explizit mit dem Thema Deutschland im Herbst. Beispielsweise kommt am 14.11. der gleichnamige Film von 13 Filmemachern, darunter auch Volker Schlöndorff, von dem wir heute den Film sehen, der sozusagen die Stimmung von vor 40 Jahren ziemlich gut einfängt. Also auch immer hier in der Reihe Klassiker und Raritäten. Ich glaube, immer dienstags schauen Sie sich das Programm an. Das Novemberprogramm ist gerade frisch vom Druck gekommen und Natascha Gikas hat es ausgelegt. Jetzt möchte ich aber endlich das Wort an René Böll geben. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wünsche uns eine spannende Diskussion. Guten Abend auch meinerseits. Ich möchte beginnen mit einem Zitat meines Vaters über seinen Roman, das er 10 Jahre später geschrieben hat. Das ist ja kein Roman, sondern eine Erzählung. Die hat er geschrieben 1974. Dieses Nachwort 10 Jahre später ist also 1984 erschienen, kurz vor seinem Tod. Hartnäckig hält sich das Gerücht, diese Erzählung wäre ein Terroristenroman. Erst kürzlich hat ein angesehener Professor für Informatik das Gerücht fortkolportiert. Offenbar scheut auch er es sich zu informieren. Da wäre die Frage zu stellen, wie informiert sich ein Informatiker? Aus dem Hörensagen, aus zweiter, dritter oder gar sechster Hand? Natürlich will ich niemandem zumuten, die Erzählung zu lesen. Aber wenn Sie ein Zeitgenosse mit der hohen Verantwortung eines Informatikers, der Informatik lehrt, über einen Gegenstand äußert, sollte er sich doch informieren können. Es gibt in dieser Erzählung nicht einen einzigen Terroristen. Auch keine Terroristin. Was es allerdings gibt, das sind des Terrorismus Verdächtige. Und ich bin der bescheidenen Meinung, auch ein Informatiker könnte den Unterschied kennen zwischen einem Verdächtigen und einem Überführten. Die Erzählung ist ja geschrieben zu einer Zeit, als eine ungeheure Hetze gegen die Familie im Gange war. Das betraf nicht nur meinen Vater, sondern die gesamte Familie. Wir hatten insgesamt 5 Hausdurchsuchungen. Mein Bruder ist einmal festgenommen worden. Es gab eine Pressekampagne, die man sich, ein Shitstorm wäre heute harmlos dagegen. Die gesamte deutsche Presse hat gegen meinen Vater geschrieben, auch gegen die Söhne geschrieben, also übelste Artikel, vor allen Dingen natürlich in der Springerpresse, in der Welt, in der Bild, aber auch im Fernsehen oder wie wir eben gehört haben, im Deutschen Bundestag. Ein Problem war, dass der Spiegel diesen Artikel will Ulrike Gnade oder freies Geleit. Der Artikel ist ja ganz harmlos, man sollte ihn wirklich lesen. Auch darin wird Gewalt mit keiner einzigen Silbe gerechtfertigt. Und der Spiegel hat den Titel dieses Essays eigenmächtig verändert und hat dadurch eine Nähe impliziert zu Ulrike Meinhof, die natürlich nie bestanden hat. Mein Vater schrieb weiter, vorzuwerfen habe ich nur eins, dass dieses Buch fast zu harmlos ist. Es ist ja nicht mehr als eine Liebesgeschichte mit dem Handlungskern, englisch oder einfacher ausgedrückt mit dem Plot eines Groschenheftes. Ein einfaches Mädchen, oh hätte ich je einen einfachen Menschen kennengelernt, noch kenne ich keinen. Ein besseres Dienstmädchen verliebt sich in einen Menschen, von dem sich später herausstellt, dass er von der Polizei gesucht wird. Ihrem Charakter nach hätte sie sich sogar in ihn verliebt, wenn sie vorher gewusst hätte, dass er von der Polizei gesucht wird.
Mein Vater zielt natürlich mit dieser Erzählung auf die Springerpresse ab, wie ja auch gerade schon gesagt worden ist. Dazu vielleicht noch eine Ergebenheit. Die Zeit, die, am 7. Februar 1974 erschien in der zum Springer-Konzern gehörenden BZ, Berliner Zeitung, unter dem Artikel Haustuchsuchen beim Sohn des Nobelpreisträgers Heinrich Böll, ein Artikel, in dem es unter anderem hieß, dass unter größter Geheimhaltung Beamte des Staatsschutzes gestern Vormittag in die Wohnung des 26-jährigen Raimund Böll, meines älteren Bruders, in der Bonner Straße in Köln eingedrungen seien und eine Durchsuchung der Räume vorgenommen hätten. Tatsache jedoch war, dass bei Erscheinen der Zeitung die Hausdurchsuchung bei Bölls Sohn und Schwiegertochter noch gar nicht stattgefunden hatte, sondern erst am Nachmittag des 7. Februar erfolgte, also Stunden nach Erscheinen des Blattes. Über diese Hausdurchsuchung berichtete Böll später seinem Rechtsanwalt. Ein Ereignis möchte ich erwähnen, um die Stimmung und auch die Stimmungsmache zu beleuchten. In einer Hamburger konspirativen Wohnung waren Ausweispapiere meines Sohnes und meiner damaligen Schwiegertochter gefunden worden. Und es war ohne Zweifel durchaus gerechtfertigt, dass dieser Fakt, es handelt sich um insgesamt 150 Pässe, Ausweise und so weiter, aufgeklärt werden musste. Wie er aufgeklärt wurde, mein Sohn und meine Schwiegertochter, die ahnungslos nach einem längeren Irlandaufenthalt zurückgekommen waren, erfuhren es wie wir durch einen mit riesigen Schlagzeilen auf dem Titelblatt. Das gesamte Titelblatt war damit ausgeführt aus einer Berliner Springer-Zeitung, die einen Hausdurchsuchen bei meinem Sohn ankündigte, bevor diese stattgefunden hätte. Aufgeklärt wurden die Umstände dieses Informationsflusses zwischen Polizei und Springerpresse natürlich nie. Wir waren damals unter permanenter Beobachtung des Staatsschutzes, des Bundesnachrichtendienstes und aller Geheimdienste. Mein Bruder lebte in der Bonner Straße in Köln, wie er eben schon gesagt. Er stand relativ spät auf, meistens um 12 Uhr erst mittags. Und den ganzen Vormittag schon saßen die Staatsschutzbeamten in einem Café gegenüber und tranken Unmengen von Kaffee, weil sie warten mussten, bis er aufgestanden war. Meinen anderen Bruder Vincent haben sie permanent verfolgt. Er studierte damals in Aachen und jedes Mal fuhr ein Auto hinter ihm her und beobachtete ihn. Im Restaurant fragten die Gäste, warum werden die Kommunisten hier bedient? Es bezog sich auf uns. Mein Vater sagte zu seinem Artikel im Spiegel, als Hauptargumente gegen den Spiegelartikel stellen sich bisher heraus, erstens, ich hätte die Gruppe Ulrike Meinhof verharmlost. Zweimal habe ich in meinem Artikel ausdrücklich erklärt, Ulrike Meinhof habe dieser Gesellschaft den Krieg erklärt. Ich halte Krieg nicht für ein harmloses Wort. Ich habe die Gruppe um Ulrike Meinhof relativiert, ja, verharmlost, nein. Ich habe versucht, die Proportionen zurechtzurücken. Als er in New York war, zum selben Jahr, forderte der deutsche Botschafter ihn auf, sich vorsichtig zu äußern, er vertrete quasi die Bundesrepublik. Mein Vater antwortete mit Götz von Berlichingen. Es gab diffamierende Artikel gegen meinen Bruder 1972 und Artikel gegen uns in der Bild-Zeitung. Das war im Herbst 1977, fand bei uns die Hausdurchsuchung statt, im Zusammenhang mit der Schleierentführung. Wir waren 2 Stunden nicht zu Hause, meine Frau war schwanger vom 2. Kind. In dieser Zeit stieg die Polizei über eine Leiter in unsere im 1. Stock gelegene Wohnung ein und durchsuchte sie. Der ganze Häuserblock wurde umstellt von der GSG 9. Die Polizei verbreitete Lügen. Es habe kein Name an der Tür gestanden. Sie hätten das ganze Haus durchsucht, etc. Dies nur kurz zu der Stimmung, die in dieser Zeit herrschte. Ich habe jetzt noch einen Artikel mitgemacht. Dieser Artikel hier, dieses Foto, das können Sie leider von hinten sicher nicht sehen. Es zeigt ein Foto meines Vaters, daneben das Symbol der RAF. Es erschien am 2. Oktober diesen Jahres in der Welt. Es geht also, die Hetze geht also weiter. Ich habe gestern eine Mail von einer Weltredakteurin bekommen, die ein Interview mit mir führen wollte. Ich habe ihr geantwortet, seit den 70er Jahren gibt es keinerlei Zusammenarbeit mit der Springerpresse mehr, die mein Vater damals die Springerpresse boykottiert, und wir werden das auch tun. Vielen Dank.
Ja, wir haben vorher schon einiges gehört von René Böll über das Klima, aus dem raus sein Vater dieses Buch geschrieben hat, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Wir haben jetzt den Film gesehen. Viele von Ihnen, nehme ich mal an, wie wir hier vorne auch, nicht zum ersten Mal. Wie hat denn Heinrich Böll beim Film mitgewirkt und welche Unterschiede gibt es zwischen Film und Buch? Und wie war die Resonanz auf den Film jetzt im Vergleich zum Buch? Mein Vater hat am Drehbuch mitgewirkt und natürlich haben wir als Kinder damals auch mit die Drehorte Schlöndorf genannt. Also zum Beispiel dieses Unicenter, dieses Hochhaus in Köln haben wir vorgeschlagen als Drehort und andere Orte. Aber natürlich ist das Buch viel differenzierter als der Film. Der Film gibt ja doch nur einen Teil des Buches wieder. Das ist bei Filmen aber allgemein so. Es ist ein bisschen reißerischer. Das Buch ist wesentlich differenzierter geschrieben. Wie war denn die Resonanz auf den Film jetzt im Vergleich zum Buch? War die ähnlich, also ähnlich gespalten? Ne? Die Resonanz war eigentlich sehr groß. In der ganzen Welt ist der Film gezeigt worden. Genau wie das Buch eigentlich in, ich glaube, 30 Sprachen übersetzt worden ist. Ich war vor einigen Jahren in China und da hat man mir erzählt, es hätte in China eine ganz ähnliche Geschichte gegeben. Das ist ja eine Erfahrung, die eigentlich weltweit gemacht wird mit der Presse, nicht nur in Deutschland. Ich wollte Sie auch einbeziehen, also wenn es von Ihrer Seite aus Fragen gibt oder Anmerkungen jetzt zum Film, komme ich gern. Ich würde interessieren, wie es zur Zusammenarbeit mit Henze kam, der die Musik gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, was er sonst alles, also ich, ob der mehr mit ihrem Vater zusammengearbeitet hat oder, also das würde mich interessieren, weil es ist wirklich eine total entfremdende Wirkung nochmal, ne, zu dem Film, finde ich. Und ja, das würde mich interessieren. Dazu weiß ich leider nichts, kann ich nicht sagen. Es gab aber keine weitere Zusammenarbeit, soweit ich weiß. Es kann sein, dass das ein Vorschlag von Schlöndorff war, aber das weiß ich leider nicht, kann ich leider nicht sagen. Also das ist sicher, es gibt nämlich auch ein Interview mit Volker Schlöndorff über die Filmmusik und Volker Schlöndorff ist auf Hans-Werner Henze gekommen, auch weil er ein politisch sehr engagierter Mensch war und von daher bekannt aber auch als Komponist. Und also zumindest Volker Schlöndorff beschreibt in dem Interview, dass es auch eine Zusatzszene im Drehbuch gegeben hat auf Intervention von Hans-Werner Henze. Hans-Werner Henze hat sich das Drehbuch erstmal geben lassen, ehe er zugesagt hat, hat das Drehbuch gelesen und fand, dass es noch eine Szene der Begegnung braucht. Ne? Und diese Begegnung in der Tiefgarage, als die eine Person zum Verhör geführt wurde, die andere abgeführt wurde, die ist sozusagen zumindest nach Volker Schlöndorff auf die Intervention von Hans-Werner Henze entstanden, weil Henze wollte ein Anfangsmotiv, wollte dann ein lyrisches Motiv für Katharina und wollte dann, hat das Motiv der Gewalt, was sich ja auch durchzieht durch den Film, komponiert und wollte dann so eine Art Zusammenführung. Ah ja, okay. Dankeschön. Herr Böll, Sie haben das vorhin sehr eindrücklich geschildert, dass Sie und Ihre ganze Familie jahrelang unter Observationen der verschiedenen Verfassungsorgane standen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man sie nicht selbst gemacht hat. Ich habe sie nicht gemacht. Und gerade deswegen würde mich interessieren, wie viele Jahre hat das angehalten und haben Sie irgendeine offizielle Nachricht über deren Beendigung erhalten? Das hat jahrelang angehalten, auch nach dem Tod meines Vaters noch, bin ich ziemlich überzeugt. Wir können das natürlich nicht im Einzelnen nachweisen. Wir wissen nur, dass zum Beispiel die Hausdurchsuchung bei uns, wie ich ja eben geschildert habe, fand genau in der Zeit statt, wo wir 2 Stunden mal nicht zu Hause waren. Das ist ja kein Zufall. Und viele andere Dinge sind ähnlich geschehen. Wir wissen, dass sehr viel Post von meinem Vater geöffnet wurde. Er wurde auch vom Verfassungsschutz mal vorgeladen, wegen Ostkontakten. Er hatte ja viele Bekannte und Freunde in Russland, in der DDR und anderen Ostblockländern.
Also das war schon eine sehr massive Überwachung. Ich habe spaßeshalber mal den BND angeschrieben. Da hat man mir natürlich gesagt, es gäbe keine Unterlagen. Es hätte nie eine Überwachung stattgefunden. Die Stasi-Unterlagen haben wir zum Teil. Da sind sehr ausführliche Unterlagen mit genauen Daten, wann wir die Grenze überschritten haben, wen wir getroffen haben, wo wir gewohnt haben. Und es sind natürlich sehr viele IM-Berichte, also informelle Mitarbeiterberichte, auch von Kollegen meines Vaters. Aber ich denke, dass es im Westen ähnlich war. Leider gibt es ja die IM-Berichte aus dem Westen nicht. Das hätte mich mehr interessiert, wer im Westen für die Stasi gearbeitet hat. Im Anschluss daran würde mich noch interessieren, weil wir hatten vorher, oder du hattest vorher erwähnt, dass diese Hetzjagd 1972 begonnen hat mit dem Spiegel-Essay. Das war im Frühjahr 1972, soweit ich weiß. Im Herbst, im Oktober 1972 hat Heinrich Böll den Nobelpreis für Literatur bekommen. Hat das was geändert an der Situation? Hat es das Hetzklima ein bisschen aufgebrochen? Hat sich da was verändert? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es hat eher dazu beigetragen. Man hat natürlich unterstellt, der Preis wäre aus politischen Gründen vergeben worden, was natürlich Unsinn ist. Mein Vater stand seit vielen Jahren auf der Liste. Es gibt immer eine Liste, inoffizielle Liste von 10 bis 12 Personen, die in Frage kommen für den Nobelpreis. Da stand mein Vater lange drauf. Es hat also damit gar nichts zu tun. Geändert hat es nichts, hat natürlich sehr viele Leute in der Bundesrepublik sehr verärgert. Wir waren damals in Athen, als mein Vater die Nachricht bekam. Und zum Beispiel der Presseattaché der deutschen Botschaft war alles andere als begeistert. Das konnte man auch merken. Auch der Botschafter war nicht so begeistert. Wie war denn die andere Seite? Also wie gab es viel Solidarität? Von welcher Seite kam Solidarität? Weil das ist ja in solchen Situationen immer existenziell wichtig. Ne? Gab es Unterstützung auch? Es gab sehr viel Solidarität von Kollegen, von Günter Grass zum Beispiel, von Klaus Stick, dem Grafiker. Es fanden auch Veranstaltungen statt zugunsten meines Vaters, unter anderem zum 60. Geburtstag 1977, also kurz nach der Schleyer-Ermordung, hat die Stadt Köln einen Empfang gemacht für ihn. Das war zum Beispiel eine Solidaritätsbekundgebung, die offiziell von der Stadt Köln gemacht worden ist, was mein Vater auch sehr gefreut hat. Aber diese anonymen Briefe haben wir natürlich tonnenweise bekommen, wie jetzt hier gezeigt wurde. Ich habe nur noch mal eine Verständnisfrage. Und zwar, Sie hatten vorhin erwähnt, diese Ausweise oder Pässe, die dort gefunden wurden, ja, von Ihren Geschwistern. Waren die gestohlen worden? Natürlich waren die gestohlen worden. Waren gestohlen worden? Ja, klar, dass mein Bruder die nicht übergeben hat. Also er hatte die Wohnung, wie das damals üblich war, er war monatelang in Irland oder ein Jahr, glaube ich sogar, und da hat er irgendjemand Schlüssel gegeben und der wurde dann weitergegeben. So war das eben damals, diese Art Wohngemeinschaften. Und dabei sind die Pässe von irgendjemand mitgenommen worden. Danke, das wollte ich. Gerne. Sie bekommen. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Böll. Ja. Sie haben jetzt schon mehrfach diese Formulierung erwähnt, die Stimmung in der damaligen Zeit. Ich kann mich gut auch an die Stimmung erinnern, ich war da Schüler. Und mich würde jetzt interessieren, 35 Jahre danach, es hat sich ja durch die Technik viel verändert, durch die Digitalisierung, der Staat hat sich verändert. Wie empfinden Sie die aktuelle oder die Entwicklung in Deutschland stimmungsmäßig? Hat sich das etwas neutralisiert oder ist es nur anders geworden und ist der Staat noch genauso in seinen Methoden und hat die nur angepasst an die Digitalisierung? Was für einen Eindruck haben Sie denn ganz subjektiv, wenn Sie in Deutschland jetzt leben, im Vergleich zu diesen Ereignissen von damals? I know you miss your mother. Das ist natürlich schwierig. Schwierig zu sagen für mich, also ich denke, dass have to take care of 750 employees and you have to take care of yourself. Still, that seems to be asking too much. Ja. Okay.
Also heute sind natürlich die Methoden ganz anders. Damals war wirklich im Verhältnis dazu technisch Steinzeit. Nicht? Es gab ja kein Handy, es gab sehr viele Sachen, es gab kein Internet. Zum Glück, muss ich sagen, weil die Hetze gegen uns wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn es ein Internet gegeben hätte. Ich glaube nicht, dass der Staat sich wesentlich geändert hat, ist meiner Meinung. Es wird ja sehr schnell wieder Verdächtigungen ausgesprochen. Die Bild-Zeitung hat sich überhaupt nicht geändert. Die Methoden sind vielleicht etwas subtiler geworden, aber im Grunde genommen ist die Hetze ganz genauso. Ich danke Ihnen ja für die Information. Nochmal zu diesen Observationen. Wie war das dann nach diesem Buch, was er geschrieben hat? Hat sich da was geändert oder war das gleich? Und nach dem Film, wobei ich jetzt nicht mehr genau weiß, war der Film noch vor seinem Tod oder ist es erst nach seinem Ableben? Ja, der Film war ja etwa 10 Jahre vor dem Tod meines Vaters. Also die Observationen haben sich meiner Ansicht nach nicht geändert. Wir können es natürlich schwer nachweisen, auch schwer überprüfen. Aber ich habe damals einen Verlag gehabt in der Zeit, um 77. Wir hatten auch viele Kontakte nach Südamerika, haben viele Bücher gemacht über Friedensbewegung gegen Neonazis und so. Und dadurch wurden wir natürlich auch überwacht. Also nicht nur mein Vater, sondern die ganze Familie war ja einbezogen. Die Hausdurchsuchungen fanden sogar bei 2 Vettern von mir statt. Eine in einem Haus, wo wir seit 10 Jahren nicht mehr gewohnt haben. Also es war schon eine sehr umfassende Hetze, kann man sagen, und Verfolgung. Hat sich auch nie jemand dazu geäußert, offiziell. Vielleicht nehmen Sie mir nicht übel, also ich bin Professor für Germanistik in Ungarn. Ich möchte nur so viel sagen, dass das Werk von Heinrich Böll bei uns nicht nur in den sozialistischen Zeiten, sondern auch nach wie vor also, einen Vorrang hatte, also bei uns als Pflichtlektüre. Gerade dieses Werk, das unterrichte ich ständig und das kommt bei den Studierenden sehr gut an. Und ich möchte noch etwas sagen, das, was mich fasziniert bei Heinrich Böll, also in seinem Werk, dass er wirklich viel zu sagen hat, auch heute noch. Also ich meine, das ist nämlich nicht immer der Fall. Also es gibt so viele Werke, die mit den Sprachen spielen, aber Böll hat sehr viel gesagt und das ist schon für mich ein Erlebnis, hier sein zu können. Vielen Dank. Danke Ihnen. Seite kommt schneller. Ja. Ich wollte nur was Kurzes erwähnen. Ich bin vor 28 Jahren nach Deutschland gekommen und ich glaube so ungefähr vor 20 Jahren habe ich den Film im Fernsehen gesehen. Aber solche Filme werden nicht mehr im Fernsehen gezeigt. Seit Jahren, ja, seit Jahrzehnten habe ich zum Beispiel diesen Film nicht im Fernsehen gesehen. Und das finde ich sehr traurig, dass vor 25 Jahren, 24 Jahren hat man solche Filme, solche Beispiele gesehen, heute nicht. Das finde ich sehr traurig. Ich glaube persönlich, dass er öfter wiederholt worden ist. Bin aber da nicht ganz sicher, aber dann wenn meistens spät abends oder bei Dreisat, aber er ist im Fernsehen wiederholt worden. Ja, aber ich glaube, damals hat man im ZDF diese Filme gesehen, aber jetzt nicht. Ja, aber er ist auf jeden Fall wiederholt worden, also das glaube ich schon. War Ihr Vater zufrieden mit dem Film oder was hat er davon gehalten? Von diesem Film? Ich glaube, von den Verfilmungen ist eigentlich fast die beste. Ist ja doch, natürlich bietet sich der Stoff auch sehr gut für eine Verfilmung an. Sagen wir, ein Roman wie Gruppenbild mit Damen ist so komplex, der ist ja auch verfilmt worden, leider relativ schlecht. Bei dieser finde ich mal jedenfalls meiner Meinung. Zwar mit Romy Schneider in der Hauptrolle, aber trotzdem nicht sehr gut. Und der Film ist eigentlich, mein Vater war damit soweit, ich war es zufrieden. Klar, er ist reißerischer gemacht, anders, aber Film hat andere Mittel. Es war auch der mit Abstand, also erfolgreichste Film von allen Böll-Verfilmungen, ne? Diese Schlöndorff-Verfilmung.
Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ah, ja. Fast zum Schluss gibt es die Szene in der Villa und da sagt dann der eine Bekannte im Zusammenhang mit den Observierungen, ja, von mir wollen die ja zum Glück nichts, ich bin ja ein alter Nazi, das haut ihn ja ziemlich um. Und meine Frage ist, wurde dieser Charakter im Roman auch so geschildert? Der stammt aus dem Roman, ja, natürlich. Der wurde im Roman auch so geschildert. Ich meine, viele Dinge, die man hier sieht, zum Beispiel dieses Kloster, wo das Treffen stattfindet, das gibt es ja in der Nähe von Bonn. Oder gab es vielmehr. Es ist inzwischen geschlossen worden, ist jetzt ein Hotel gemacht worden. Das war aber in der Nähe zwischen Brühl und Bonn. In diesem Kloster haben viele Treffen stattgefunden von hohen Politikern. Zum Beispiel zur Adenauerzeit war das ein ganz wichtiger Treffpunkt. Deswegen hat mein Vater das hier in die Erzählung aufgenommen. Ja, da Sie gerade auf die Kirche und den Katholizismus kommen, bei Ansichten eines Clans spielt es eine große Rolle, dass diese Kritik an der Doppelmoral der Kirche. Und jetzt hier in dem Film klang es ja nur zweimal an, also für die Szene im Kloster und dann ganz zum Schluss eben die Beerdigung, dass die dass das von der Kirche gefeiert wird, ohne eben diesen Menschen vielleicht ja, moralisch zu kritisieren oder so. Sollen das subtile Schläge in die Richtung sein? Oder? Das verstehe ich jetzt, die Frage nicht ganz verstanden. Ja, ob man auch bei in dem Film und in dem Buch eben Kritik an der katholischen Kirche findet. Ja, nicht so stark wie vielleicht in früheren Romanen. Es ging ja hier um die Zeitung. Ja, als Hauptthema, klar. Auch, bei der Beerdigung ist ja kein Priester dabei. Oder doch? So. Doch. Im Hintergrund, ja, aber nicht jetzt als Redner oder im Hintergrund natürlich schon. Die Rede hält, ist ja kein Priester, ne? Nein, die Bildzeitung hat sich nicht beschwert, aber es gab in der Welt eine Bestsellerliste. Und da hätte mein Vater an der ersten Stelle stehen müssen. Daraufhin hat die Welt die Bestsellerliste eingestellt. So blöd waren die oder so, kann man sagen, primitiv auch, dass sie da einfach dann lieber gar keine Bestsellerliste mehr gemacht haben, als meinen Vater zu nennen. Direkt reagiert hat die Bild-Zeitung nicht, die haben nicht prozessiert oder irgendwie. Sind ja keine dummen Leute, das muss man nicht denken. Die wissen, dass wenn sie einen Prozess machen, wird es eher noch bekannter werden. Ich habe kurz eine Frage zu den Schauspielern. Mhm. Da war ja Mario Adorf zu sehen, Angela Winkler und Dieter Laser in hervorragenden Rollen. Hat Ihr Vater sich mal mit denen getroffen, sich mit denen mal näher unterhalten? Und wie war die Einstellung der Schauspieler zu der Handlung, zu dem Buch? Er hat die Angela Winkler mit ausgesucht, das weiß ich, hat die mit vorgeschlagen. Und wir haben die alle getroffen. Es war eine große Party nach dem Film in der Villa von Reinhold Neven Dumont, dem Verleger von Kiemann und Winch. Und da war eigentlich die gesamte Crew anwesend. Aber ich denke, die Schauspieler haben schon sehr dahinter gestanden. Also ich glaube nicht, dass man eine Rolle so spielen kann, wenn man nicht davon überzeugt ist. Das weiß ich aber im Detail natürlich nicht. Angela Winkler hat uns aber nach dem Tod meines Vaters auch noch besucht. Die Rolle war für sie schon sehr, sehr wichtig gewesen. Also ich denke, sie hat den Durchbruch damit geschafft. Denn sie hatte vorher eine kleine Rolle in Ende einer Dienstfahrt, ne? In der Verfilmung von Ende einer Dienstfahrt, Angela Winkler. Von daher kannte Böll sie und hat sie für die Rolle vorgeschlagen. Ne? Die anderen Schauspieler sind, glaube ich, also so auch wieder, um ein Interview mit Schlöndorff zu zitieren über den Cast. Mhm. Böll hat sehr genau die Personen charakterisiert, ne? Und daraufhin hat dann
in den meisten Fällen Schlöndorff-Schauspieler angesprochen. Und Mario Adorf war eigentlich jemand, den der junge deutsche Film nicht angesprochen hat, weil er war mit Papas Kino verbunden, das man ja überwinden wollte. Ne? Und er hat offenbar auch ganz anders gearbeitet als eine Person wie Angela Winkler, die mit ganz, ganz hoher Emotionalität und Präsenz gedreht hat und bei der die Szenen eigentlich nur einmal oder maximal zweimal gedreht wurden. Und Mario Adorf jetzt als Kontrastprogramm sozusagen hat immer gefragt, wie soll ich das spielen? Ich kann das so oder so spielen und hat sich dann nach Empfehlungen ausgerichtet. Aber es gab noch eine Wortmeldung hier hinten. Ja. Ah ja, okay. Hallo? Ja, ich auch. Genau. Es gab ja diesen Aufruf von Volker Schlöndorff nach einem rheinischen Mädchen für die Hauptrolle, bevor Angela Winkler ausgesucht wurde. Wir haben ja auch ihre Cousine und die Freundin in dieser Karnevalsfete-Szene gesehen. Die wurden aufgrund dieses Aufrufs gecastet. Das waren Schülerinnen der 10. Klasse aus Köln, die haben damals 700 Mark bekommen für ihren Auftritt. Meine erste Frage wäre, wissen Sie zufällig, wie Ihr Vater zu diesem Aufruf stand? Und meine zweite Frage, ich kenne die Kontaktbögen der Produktion. Heinrich Böll war einmal am Set, ist aus den Kontaktbögen ersichtlich. Waren Sie da auch dabei, zufälligerweise? Also zur ersten Frage, das höre ich zum ersten Mal. Und zum zweiten, wir waren nicht dabei. Am Set waren wir nicht. Dankeschön. Wir haben Schlöndorff getroffen bei meinem Vater und beraten, wie gesagt, mit dem Unicenter in Köln, diesem Hochhaus und anderen Drehorten. Dem Friedhof ist der große Melaten-Friedhof in Köln, der sehr bekannt ist. Also diese Orte kannte Schlöndorff natürlich nicht, aber die haben wir ihm vorgeschlagen. Das kann sein, ja, das weiß ich nicht. Gut, ich glaube, wir müssen auch langsam Schluss machen. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für die Diskussion. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei René Böll bedanken. Und ich möchte Sie, obwohl er keine gute Werbung für den Film nächste Woche gemacht hat, ich möchte Sie trotzdem ganz herzlich einladen zu dem Film. Der wird nämlich wirklich sehr selten gezeigt, ne? Möglicherweise, weil er problematisch ist, aber man kann auch aus problematischen Filmen, glaube ich, viel lernen und uns ging es einfach darum, auch diese, also es ist eins der Lieblingsbücher von mir und auch von Gabi Babic, wie wir festgestellt haben, von daher wollten wir diesen Film auf jeden Fall auch in dieses Programm Heinrich Böll und der deutsche Film aufnehmen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.